Habe jetzt dieses Essen weggeschüttet, habe es mal vor die Tür geschüttet und habe ihr Frisches hingestellt. Das scheint sie lieber zu essen, als das mit dem Wasser aufgeweicht. Stand da ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ja, und da geht sie ran. Ich habe jetzt weniger mal reingemacht. Mal gucken, ob sie das isst. Naja. Nö. Aufgegessen, dann machen wir noch ein bisschen rein, aber nur ein bisschen. Na, willst du jetzt nicht mehr? Katze! Oh, ist aber auch ein Ding. Willst du nicht? Weiß ich doch auch immer nicht. Dass das immer die Ameisen alles essen oder dann überhaupt keiner frisst. Und ich glaube, sie hat auch genug. Naja, mal schauen. Sonst schmeiße ich das nämlich jetzt hier vor den Eingang gleich. Dann kann das andere Katzen essen, bevor das hier alles schlecht wird. Aber sie geht wieder ran. Meine Brille hin. Ja, ich habe noch Wäsche gewaschen vorhin. Und jetzt habe ich die Videos eingestellt und ja, sitze jetzt einfach nur rum. Katze läuft hier die ganze Zeit irgendwo rum. Ich war eben auch beim Müll und dann hat sie mich auch beobachtet. Dann stand sie da, hat mich da angeguckt, als würde ich ihr irgendwie was geben vielleicht vom Müll. Vielleicht ist sie jetzt auch am Müll, ich weiß es nicht. Jedenfalls gehe ich jetzt zu Beam. Ich will ein bisschen einkaufen, weil ich habe ja wirklich gar nicht mehr so viel zum Essen zu Hause. Und dann hole ich mir ein bisschen was zu essen. Katze ist da aber auch nicht. Vielleicht ist sie ja im Müll drin, man weiß es nicht. Naja, gut, dann gehen wir mal los. Wieder einfach nur runter zu Beam. Was ich glaube, dieses Ding ist neu. Das war hier nicht. Und hier ist immer ein paar Tage lang jemand vorbeigekommen mit so einem Laster. Der hat das, glaube ich, installiert jetzt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Bananenmann in den letzten Tagen nicht da ist. Weil ich glaube, dass der das automatisch bewässert und er es vielleicht nur noch kontrolliert. Das kannst du haben. Naja, wir werden es mal beobachten. Er kommt schon immer, aber er ist jetzt nicht so ständig da. Gut, ich gehe zu Beam, wollen wir da runter, gehen wir hier runter, komm. Egal. Hier ist ein bisschen Wind und hier ist ja auch Schatten. Da jetzt zwar auch, aber ich gehe mal hier lang. Da wird eine Wohnung geputzt. Guck mal, da kann man vielleicht so ein bisschen mal reingucken, wie die so aussieht. Sieht man ganz gut. Da ist die Küche und hier putzt die Frau. Die wird sicherlich bezogen, entweder vermietet oder schön aus eigentlich, ne? Kann man auch aufs Meer gucken, das kann man sogar von unten noch, weil da so eine Baulücke ist. Schön. Naja. Aber wir gehen jetzt mal unseres Weges. Der Typ da ist auch nicht immer da, ne? Dieser Wachtyp. Also ich weiß ja auch nicht. Naja, ist ja auch alles mit Kameras. Oh Mann, ganz viel Schlüssel liegt da. Oh, alles voller Schlüssel. So. Brot hat da hingestellt für die Tiere. Die essen tatsächlich auch Brot. Ich habe in dem TikTok-Video auch gesehen, dass da mal geguckt wurde, also ob die das essen tatsächlich, wenn sie Hunger haben. Ja, aber natürlich essen sie lieber Fleisch, keine Frage, oder Futter. Das ist ungefähr 5:15. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel gemacht eben. Ich hatte das heute ja ein bisschen ruhiger angehen lassen, habe mir selbst 3 nach 9 angeguckt, die Talkshow, die gucke ich ganz gerne. Also ich gucke 3 nach 9 gerne oder die NDR Talkshow oder solche Sachen gucke ich mir ganz gerne mal an, wenn da so Leute sind, die mich auch interessieren. Ja. Ich hatte eben eine Professorin bei 3 nach 9, die von dem Giovanni, dem Moderator, interviewt wurde und es war eine Professorin für Ameisen.
Und ich fand das sehr interessant, was die berichtet hat. Das ist nämlich so mit den Ameisen, falls euch das auch interessiert. Die Ameisen, es gibt, glaube ich, ganz viele, 300 Millionen Völker oder irgendwie so verschiedene Arten. Ich habe keine Ahnung, ganz viele jedenfalls. Und viele, nee, 300 Millionen nicht, aber 30 mal ist ganz viele. Es sind jedenfalls ganz viele, nee, 300 Millionen nicht. Aber viele Arten und viele davon sind auch noch nicht mal sozusagen, stehen noch nicht mal in den Büchern, sind noch nicht mal bestimmt sozusagen. Und das Interessante finde ich, dass die Professorin sagt, in dem wenn der Sommer vorbei ist, sind meistens auch die Ameisen weg. Und schön fand ich auch zu hören, dass die fliegenden Ameisen die Männchen sind. Und die fliegen nur deswegen, um eben die Königin sozusagen zu befruchten. Und die befruchteten Eier hält die Königin dann in ihrem in einem Behältnis sozusagen an ihrem Körper und gibt immer die Eier frei, wenn sie meint, oder befruchtet die Eier. Die werden dann von ihr befruchtet. Genau, der Samen wird nur in ihr festgehalten. Und sie befruchtet die Eier dann, wenn sie möchte, dass halt ne, neue Ameisen zur Welt kommen. Und das sind dann aber immer nur zum größten Teil weibliche Ameisen. Weil die Ameisen, die wir immer hier rumlaufen sehen, das sind weibliche Ameisen, immer. Also die Männchen sind nur zum Befruchten da und die fliegen dann auch. Und die weiblichen Ameisen sind dann natürlich in Arbeiterpositionen eingeteilt. Also es gibt welche, die sind nur zu Hause, das sind immer die Jüngeren. Die Älteren werden dann losgeschickt, um Futter zu suchen oder um Gefahren abzuwehren. Weil manchmal kämpfen die Stämme auch gegeneinander, hat sie erzählt, ganz interessant. Und dann hat sie erzählt, wenn jetzt eine Ameise eine Futterquelle entdeckt hat, so wie das bei uns ja der Fall ist, dann würde diese eine Ameise sofort, wenn sie die Futterquelle wahrgenommen hat, meinetwegen ein Futterstück von meiner Katze, läuft sie zu ihrem Stamm zurück, zu ihrem Volk und sendet, während sie zurückläuft, Duft aus ihren Duftdrüsen ein Sekret aus, was eben diese Bahnen bis zu ihrem Nest sozusagen, wo die anderen sind, bedeckt. Und dann laufen alle anderen Ameisen zu dieser Futterquelle. Deswegen sind immer überall die Straßen auch zu sehen. Ja, und wenn man nun nicht will, dass die Ameisen zu dieser Futterquelle gehen, dann sollte man entweder diese Duftmarken wegwischen, am besten natürlich das Loch zu machen, wo die Ameisen dann ins Haus kommen. Ja, so hat es mega interessante Welt. Naja, so war das und jetzt sind wir gleich bei Beam. Unsere Lehrstunde heute am Sonntagnachmittag ist damit beendet. Viel neue Blätter, diese Bäume hier vor dem Laden bekommen haben. Obwohl das ja jetzt schon dem Herbst entgegengeht, ne? Ist das nicht wunderschön? Diese verschiedenen Grüntöne alle. Meine Güte, ihr seid auch so verschwommen, Moment. Einmal wischen. Oh, es sieht da schön aus. Guckt mal. Wahnsinn. Sowas von gesund. Diese Bäume, Mashallah. Naja, aber immer wenn ich sowas sage, ne, dann passiert irgendwas. Aber die, richtig schön. Naja, aber Katzen sind jetzt hier nicht, leider. Mal gucken, wo die kleinen Katzen sind. Sind die gleich noch vom Kiosk? Da gehe ich heute nicht rein zu A101. Ich gehe zu Bienen. Weil ich keine Lust auf A101 habe. Gibt eigentlich keinen Grund dafür. Mal gucken. Wasser und Futter. Nee, Wasser steht da. Futter. Nicht, aber die kleinen Katzen sind da auch nicht mehr, ne? Die große auch nicht. Na gut. Die sind bestimmt irgendwo und haben sich versteckt. Bin ich ziemlich sicher. Letztes Mal waren sie auch da hinten. Die wagen sich bestimmt jetzt schon weiter vor immer. Und gehen auch auf Tour. Naja, dann gehen wir mal rein. Die Angebote von Beam. Die Klimaanlage für 17.000 mit 18.000. Keine Ahnung. Oder mit 11.000. Oder für 12.000 Teile.
schön. Teurer geworden. Seht ihr das? Das war 24 oder 24 etwas. Jetzt ist 27,50, also 3 Teller teurer geworden. Tja, so schnell geht das hier, ne? Hab ich ja gesagt. Es ist immer richtig schnell hier alles. Haben die das einfach mal teurer gemacht. Das ist jetzt nicht so nett. Aber das kennen wir ja. Milch nehme ich auch mit. Ich hätte mal meine Dings mitnehmen müssen. Ein Wagen oder so. Naja, eine Milch brauche ich, nehme ich mit. 21,50. Und wieder auf dem Nachhauseweg. Nur wieder eine schwere Tasche. Ich habe mich entschlossen, Nudelsalat zu machen. Das wäre jetzt, glaube ich, bei dem heißen Wetter gar nicht schlecht und geht ja auch relativ schnell. Schwer beladen wieder. Ja, ich habe, wie gesagt, so ein Glas gekauft mit verschiedenen, also so Möhren und so, Erbsen, Möhren und Mais. Und ja, halt noch eine Menge anderer Dinge, die ich euch dann oben zeige. Ja, siehst du, ist mein Brot auch teurer geworden, ne? Das, ich sag ja, das geht hier, kannst gar nicht so schnell gucken. Die Lebensmittel werden teurer. Sind jetzt vielleicht nur 3 Teller, aber früher konnten wir ein ganzes Brot auch kaufen für 5 Teller. Ja, es wird halt alles teurer. Und ich glaube, das sieht man mal ganz gut, wenn ich hier bin. Wenn ich komme, ist das und das noch viel günstiger als unter Umständen 3 Wochen später. Schon erschreckend, wirklich. Ja, so ist das halt. Ja, ich habe das Kleid wieder angezogen, weil es einfach mein Lieblingskleid ist. Es war relativ dick, wie gesagt, am Stoff, aber ist alles so, was zu sein muss. Am Pool war ich noch nicht wieder. Okay, ich habe irgendwie auch keine Lust, in den Pool zu gehen heute. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Liegt da hinten auf dem Sessel. Bin wieder da. Ja. Ich habe gerade versucht, meinen Gimbal anzumachen. Der war den ganzen Morgen am Akku. Bis jetzt. Und ist immer noch nicht voll. Also das finde ich jetzt sehr eigenartig. Da muss ich gleich mal gucken. Habe ich überhaupt Strom? Ich glaube schon. Also eigentlich habe ich Strom. Also mal gucken. Ja, Strom haben wir. Guck, der ist immer noch nicht an. Ich habe den ganzen Tag im Akku gehabt. Habe ich das nicht richtig reingesteckt? Ich weiß es nicht. Naja, so geht es ja auch. Wir gucken mal jetzt, was wir bei BIM gegangen. Erstmal A101. Einmal diesen Tortku Frischkäse. Das ist der einzige Frischkäse, den ich hier mag. Also bisher habe ich noch keinen gefunden, in irgendeiner Art und Weise, der mir schmeckt. Also der schmeckt so ein bisschen gut. Ja, und dann habe ich diese Geschichte hier gekauft, also Gemüse im Glas. Das kann man ja fürs Nudelkochen, für den Nudelsalat gebrauchen. Die werde ich übrigens gleich mal aufsetzen. Lass mich mal eben die Nudeln aufsetzen. Dann kann er schon mal kochen, das Wasser, während wir hier klönen. Aber ihr seht ihr mich nicht, ne? Das ist ganz blöd, weil ich kein nicht runterplumpse. Sonst plumpst ihr mir ins Wasser hier rein. Da steht wirklich das Ding. So, dann nehmen wir mal einen Topf. Und ich nehme ja immer das Leitungswasser fürs Kochen. Nudeln und so koche ich mit Leitungswasser für Reis. Wie gesagt, nehme ich das gekaufte Wasser, aber Nudeln, ja, sollte man auch nicht machen. Und gerade heute, wo das Wasser echt so unklar aussieht. Mal gucken. Sieht so ein bisschen Bulamuk aus. Es sieht eigenartig aus. Also, ich weiß ja nicht, es sieht so, ja,
Dings aus halt. Ne? Nicht klar. Egal. Egal. Ich setze das eben auf und dann koche ich mir Nudeln. Ich hatte im Kopf, dass ich ein Paket hier hatte. Ich meine, ich hätte noch. Deswegen schauen wir mal eben. Ich glaube, ich habe noch ein Paket. Ich bin gleich wieder bei euch. Und so. Sonst kann ich keine Nudelsalat essen. Ich hatte diese Nudeln geholt, weil ich hatte die Arme so voll letztes Mal und dann habe ich die einfach gegriffen. Ich glaube, die habe ich bei A101 geholt. Naja, die koche ich gleich. So, diese beiden Sachen habe ich also bei A101 geholt und jetzt kommt das verteuerte Brot, ne? 27,50 jetzt oder 27 etwas. Davon habe ich ja zwei Stück geholt. Ja, ich schwitze, das kann ich leider jetzt nicht ändern. Das Brot habe ich auch geholt, davon gab es gar nicht mehr viele. Diese Basler Brote, die esse ich ja auch immer ganz gerne mal. Einmal eine Milch auf 3,1% Fett. Warum denn auch immer bei uns 3,5 und hier 3,1 ist, man weiß es nicht. 56, glaube ich, hat das, oder 96, ich weiß nicht. Also diese Sandwich Toast Käse habe ich geholt. Ich hatte auch extra geguckt, ne? Also dieses Sucuk kostet 26 Teller, was ich sehr günstig finde. Also wenn ich mich nicht verguckt habe, ich habe ohne Brille geschaut, muss hinkommen. Ein Glas Gurken natürlich, weil das brauche ich auch und das habe ich nicht mehr, deswegen musste ich mich schwer beladen. Und ich habe leider bei Beam nur das kleine Mayonnaise-Döschen gefunden. Übrigens, meine Tochter sagt ja, dass das Beste in der Türkei sein soll, was so ein bisschen ähnlich wie die deutsche Mayonnaise schmeckt und das stimmt zur Hälfte. Also sie schmeckt, ja, man kann sie essen, aber überhaupt gar kein Vergleich mit der deutschen Mayonnaise. Naja, Besseres haben wir jetzt hier halt nicht. Das tue ich in meinen Kühlschrank alles und ja, wie ist das so auf hier? Ist aber alles zu. Gut, und dann koche ich die Nudeln und dann machen wir mal den Nudelsalat zusammen jetzt hier. Das können wir schon mal vorbereiten. Ich habe ja noch Mais. Seht ihr mich überhaupt? Ja, ich habe noch ein bisschen Mais. Das mache ich rein, ein bisschen Sucuk mache ich auch rein. Und also irgendwas stinkt hier im Haus. Ich weiß nicht, was ich dachte, das sei der Mülleimer, aber es stinkt immer noch, ne? Ich hatte das Katzenfutter im Verdacht, ob das vielleicht stinkt. Ich habe keine Ahnung. Hier riecht irgendwas. Wirklich. Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier mal eine größere Schale genommen, in der ich dann hoffe, dass ich das da reinbekomme. Ich könnte auch einen Topf nehmen, dann kann ich da mal einen schönen Deckel drauf machen. Kann ich auch machen, aber ich werde das erstmal vorbereiten. Nur mit Wasser mal eben schauen. Nee, ist noch nicht, kocht noch nicht. Jetzt hatte ich ja hier Mais, das werde ich einmal abgießen und mit rein tun. Müsste eigentlich noch gut sein. Das ist zwar schon mal, das war am Anfang auch schon so komisch schmutzig gelb, ist die, als wäre das kaputt. Hier muss ich mal eben mit der Brille nach dem Datum gucken. Das stinkt hier, ja? Wonach stinkt das hier in der Ecke? Das riecht so ein bisschen wie Kotze, so ein bisschen. Keine Ahnung, ja, so säuerlich eklig. Seit heute. Das ist 14.02.26. Okay, dann. Das sieht auch so milchflüssig aus, ne? Ich kriege natürlich jetzt nicht auf. Mit meiner Hand ist das immer sowieso knifflig. Ich mache mal ein Loch rein. So. Und dann mal gucken. Ja, es riecht nach süßen Karotten. Mal gucken. Gießen wir das Wasser ab. Alles ist natürlich auch zu viel jetzt. Mal gucken, wie das schmeckt. No. Das ist wieder sehr salzig. So, das sollte auch reichen. Kann man vielleicht auch so essen, ne? Und?
trocken. Ohne Loch kriege ich die alle nicht auf. Ne? Ich muss da ein Loch reinmachen. Meine Hand ist einfach noch zu schwach. Das Gurkenglas geht sowieso richtig schwer auf. Scheiße. Ah, jetzt. Das mochte meine Hand wieder mal gar nicht. Aber ich kriege das sonst nicht auf. Ne? Jedes Mal das Gleiche. So. Richtig lecker. Ich friere auch gleich die Bananen ein. Vielleicht riechen die auch, aber ich habe schon geguckt, also Bananen sind das nicht. Ich mache mal eben die Nudeln rein. Moment. Salz habe ich auch noch nicht drin. Bin gleich wieder da. Noch nicht so viel. So für 2 Tage länger würde ich das wahrscheinlich auch gar nicht essen. So. Tag war heute eigentlich echt nicht so spannend. Ich überlege gerade, ob ich noch mal das Video mit dem Aloe Vera drehe. Ich wollte nämlich ein Aloe Vera Blatt abschneiden und dann das noch mal auslaufen lassen und noch mal auf meine Haut aufbringen und euch dann noch mal so live berichten. Letztes Jahr war ich ja relativ begeistert davon, aber habe ich dieses Jahr halt noch gar nicht probiert. Das ist so rot heute. Die haben so viel Paprika reingemacht, deswegen. Normalerweise machen die nur 1-2 Paprika rein. Ich könnte die mal alle in diesen Salat mit reinmachen. Ich versuche die mal rauszufischen. Weil nachher gehen die immer alle in den Müll, weil ich mag das nicht so gerne. Kriege ich aber nicht raus. Die sind alle so klein geschnitten. Gut, dann nicht. Und dann mache ich schon mal die Sucuk auch rein. Nudeln kochen schon. Ich versuche die Sucuk mal klein zu schneiden. Obwohl eigentlich, ja, aber ich will die nicht roh essen, weil, nee, also lieber anbraten, so roh fühlt sich nicht rein. Aber morgen essen wir dann, weil ich mache mir davon ein Curry. Oder übermorgen. Egal. Haben wir die angeschnitten, ne? Idiot. Ich könnte die auch anbraten und reintun. Wenn wir das machen, brate ich die mal an. Schmeckt vielleicht auch ganz gut. Ja, muss ich einmal wischen. Meine Reiswaffel habe ich da. Die bröckelt da rum. So. Gut, das kann auch rein. Das kann ich schon mal reinmachen. Ich werde das mal so ein bisschen mit Joghurt vermischen, vielleicht. Und dann die Sucuk muss ich noch anbraten, die wir eben entschlossen haben, dann noch zu benutzen. Ja, und dann werde ich das gleich einmal mischen, dann kann das schon mal so ein bisschen durchziehen, bis dann die Nudeln auch fertig sind. Ja, und als Fleischwurstersatz mache ich Sucuk rein und die brate ich dann mal eben
Ja, damit ich. Sucuk ist eigentlich immer roh in der Türkei, also um, aber ich, die sieht irgendwie nicht roh aus. Ich brate sie trotzdem.